Eine neuerliche Schlankheitskur soll der 35-köpfige ORF-Stiftungsrat bekommen, so will es die Regierung. In Zukunft sollen nur noch 10 bis 15 Personen die Geschäftsführung wählen oder das Budget absegnen. Bundesländer und Oppositionsparteien fürchten um ihre Einflussmöglichkeiten. Die der Regierungsparteien dürften gewahrt bleiben, auch wenn Bundeskanzler Werner Faymann potenzielle künftige Aufsichtsräte in ein öffentliches Hearing schicken möchte. Schon kommende Woche wollen SPÖ und ÖVP über die neue ORF-Struktur verhandeln.